Willkommen zurück zum Bus Simulator 16. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute kümmern wir uns um unsere neuen Ziele. Der Tim hat ja wieder angerufen und wir haben uns ja so gut geschlagen, dass wir gleich eine neue Aufgabe bekommen haben, beziehungsweise nicht nur eine, sondern mehrere Aufgaben. Und ja, ich glaube, ich lese gleich mal vor, ne? Dieses Mal heißt die Mission oder die Aufgaben, der Titel, um den Graben herum. Anscheinend pflegt die Oberschicht von einem Konzert einen Flussspaziergang zu machen. Leider vergessen sie dabei die Zeit und kommen zu spät zum Konzert. Tim möchte, dass du eine Buslinie am Fluss entlang planst und weil diese Leute nur das Beste erwarten, setze dafür nur die besten Fahrer und modernsten Busse ein. Erstes Ziel. Beschäftige 8 legendäre Fahrer. Okay. Haben wir nicht. Das wird auch noch ein wenig dauern, bis wir die zusammenkriegen. Ein paar haben wir schon, aber noch nicht, wir müssen noch ein paar Runden düsen. Dann besitze 10 moderne Busse. Ich habe gesagt, weil wir ja letztes Mal von den anderen Missionen Geld bekommen haben, kaufe ich schon mal ein paar Busse ein. Das waren 2 Busse, die ich eingekauft habe. Der MAN Line City A47M und der MAN Line City A37. Dazu muss ich sagen, das sind die Standardlackierungen, so wie die anderen Busse aussehen. Dann haben wir auch noch 2 neue Fahrer, natürlich, muss dazu, passen. Einmal der Christoph Kaspers und einmal die Susanne Melten. Natürlich, hab gesagt so, ja, komm, nehmen wir einen Mann und eine Dame. Ich denke, das ist eigentlich ganz gut. So, ich muss gerade erstmal, ich möchte euch natürlich nichts vorenthalten. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es getan. Schauen wir uns mal an. Komm, wir nehmen mal kurz die neuen Busse. Ich zeige euch das daran. Denn ich habe neue Aufkleber mit reingenommen. Dadim. Seht ihr? Neue Aufkleber. Ihr habt es euch gewünscht. Ich habe eigentlich soweit alle Wünsche, umgesetzt, außer eine Lackierung, und zwar habt ihr die GTA 5 Lackierung vorgeschlagen. Da habe ich mich jetzt nicht für entschieden, denn ich finde, GTA 5 passt irgendwie nicht. Also das passt irgendwie nicht zu unserem Kanal. Natürlich, ich glaube, weiß nicht, ob wir es jetzt schon mal gebracht haben oder nicht, aber trotzdem irgendwie, nee. Also bei uns hauptsächlich wird ja, muss man ja ehrlich sagen, Simulation gespielt. Oder hauptsächlich werden Simulationen gespielt. Und ich finde, dann passt das irgendwie nicht so gut da rein. Wobei, ja. Nee, also bitte akzeptiert das. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, dagegen entschieden. Nicht traurig sein und nicht natürlich persönlich nehmen. So, was habe ich denn reingenommen? Genau, Deutsche Bahn Lackierung, Sommer Lackierung habe ich was mit reingenommen. Boah, was noch? Boah, ihr seht's. Also, ich habe einiges mit reingenommen. So, jetzt muss ich euch fragen, wollen wir die kommenden Busse erst mit diesen Lackierungen machen oder wollen wir die anderen Busse umlackieren, sag ich mal? Das ist wichtig zu wissen. Oder wie, ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie wollt ihr es gerne, dass wir einfach die nächsten Busse in den Lackierungen machen. Und ja, so jetzt, ich habe hier viel zu viel geblubbert, so wir müssen jetzt starten, ne? So, wir erstellen erstmal eine Linie, Flussspaziergang, ne, und dann hier, genau, besitzt 10 moderne Busse, da haben wir jetzt, wie gesagt, 10 moderne Busse, weil ich ja 2 dazu gekauft habe, das passt auch mit dem Budget. Ich habe, muss ich auch sagen, bin ich gefahren, weil ich habe was getestet und dann habe ich noch Lackierung ausprobiert, wobei, da kann man das ja einfach mal so testen und dann wieder im Menü gehen. Also, der Fahrtabbrechner ist das oder so. Da hat man ja kein Geld für bekommen. Also, wie gesagt, eine Fahrt bin ich gefahren und ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, das letzte Ziel, erstelle eine Linie rund um den Fluss. Sie muss alle Haltestellen mit dem Namen Ring oder Graben enthalten und fahre sie. Alles klar, gut, dann machen wir das so, würde ich sagen. Ne? Dann schaue ich. Ich mal eben, wo wir am besten anfangen. Ja, würde ich sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut. So, dann beginnen wir hier. Konzerthalle, nee, da nicht. Lass uns mal hier Konzerthalle graben, da beginnen wir.
Müsste. Ja, müsste. Gute, gut, Konzerthalle Graben, dann Grabenstraße Ost. Grabenstraße Nord. Ringstraße Nord. Ringstraße Ost. Und Konzerthalle Ring. So, dann starten wir vom Depot und fahren da auch wieder rein. Finde ich eigentlich ganz gut. Sind 6 Haltestellen insgesamt. Ich schaue nochmal eben drüber, ob das passt. Ob wir was übersehen haben. Aber das müsste eigentlich passen. Hoffe ich. Jo, das müsste passen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ja, fahren wir gleich mal, ne? Umbenennen machen wir später. Und heute ist der MAN Line City A47M dran. Den haben wir ja letztes Mal übersprungen. Und dann wollen wir mal starten. So, da muss ich auch noch was zu sagen. Da habe ich die Lackierung geändert. Also ist es weiterhin eine Eislackierung. Aber ich habe sie geändert, weil irgendwie fand ich die nicht schön. Ich fand, der Bus war viel zu überladen mit den ganzen Aufklebern. Und irgendwie, nee. Also hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß, da gibt es wieder Meinungsunterschiede. Ach, heute trinken wir keinen Kaffee. Heute wollen wir mal arbeiten gehen. Der eine wird jetzt sagen, oh, das ist, nee, weiß nicht, das sieht, ne, weiß nicht, hä? Wir schauen es nun eben mal an. Ganz schnell. Wie gesagt, da ist nicht viel jetzt drauf, aber ich finde, das passt. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Der darf nicht so voll sein, ne? Weil ich habe auch was auf dem Dach gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen. Machen wir mal eben offen hier. Wir sind wieder unter Zeitdruck hier. Wir wollen ja etwas schaffen und Geld verdienen. So. Hä? Aber jetzt. Kurz gucken. So. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Können wir starten, oder? Ja, Tür machen wir auch noch zu. So, Blinker links. Und dann schauen wir mal. So, eben hier. Gucken, dass hier nichts passiert. Bleiben Sie stehen. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Bleiben Sie stehen. Danke. So, ich fahre mal. So, ganz vorsichtig. Jo, passt. So, dann wieder rechts rum. Und ihr seht es schon auf dem Dach. Da habe ich nämlich so zwei. Ja, einmal Werbung und einmal ein Aufkleber. Der Langnese-Aufkleber habe ich jetzt hinten drauf gemacht. Finde ich eigentlich ganz schön. So ein, ja. Man hätte es auch natürlich vorne machen können. Aber ich glaube, hinten ist mal so eine kleine Abwechslung. Beide Dinger hinten. Fand ich ganz nice. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ist natürlich wieder Geschmackssache, aber Vorschläge könnt ihr gerne machen. Und wir wollen das ja hier gemeinsam durchziehen, sag ich mal. So, dann habe ich mir eure Vorschläge bezüglich der Linien angeschaut, beziehungsweise Linienerweiterung, neue Linien erstellen. Habe ich mir angeschaut, aber irgendwie passte das nicht so. Wie gesagt, wir werden im Laufe der Zeit sicherlich nochmal neue Linien erstellen, weil es kommen ja auch wieder neue Ziele, die wir erfüllen müssen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt wieder eine neue Linie erstellt, diese hier. Und natürlich auch hier wieder müssen wir schauen, das war ein gutes Ergebnis erzielen. Ich dachte gerade schon, was ist los? Eine Fahrkarte bitte. Einmal Senior. Eine Seniorin. So, dann macht das 3, 20, 40, 60. Bitteschön. Zurück. Vielen Dank. Eine normale Fahrkarte, bitte. Genau. Vielen Dank. Dann wurde noch vorgeschlagen, dass ich irgendwie Linie Nummer 36 oder so erstelle. Ich wollte das jetzt ehrlich gesagt so lassen mit denen. Also erstmal so, ne, man kann das ja immer wieder machen, aber momentan finde ich es einfach sehr schön, unsere Linien Durchnummerierung mit der 4000, 4001 und so weiter. Hier, genau, hier ist ja natürlich noch keine richtige Liniennummer dran. Da wir halt gerade erst die Linie einfahren. Wir müssen auch noch zwei weitere Linien einfahren, weil wir ja die XXL-Strecke halbiert haben. Ich glaube, die kommen danach, wenn alles gut läuft. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Mein Gott, wir sind heute wieder ordentlich am Blubbern. Oh, wir müssen geradeaus. Nicht blinken. Wir müssen geradeaus.
So. Mal schauen. So. Oh, 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 oh. Ja. Genau, ich habe an ein paar Lackierung rumgeschraubt, weil wir das noch nicht so, Ich glaub's nicht, dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast. Gepasst hat. Ich geb dir nie wieder mein Telefon. Entspann dich, das war ein Versehen. Es hat sowieso schon tausende Likes. Jetzt halten mich die Leute für einen Stalker. Wie zum Beispiel dieser MANNL263, die neue Lackierung, die wir da erstellt haben. Da habe ich was geändert. Aber ich schätze mal, ihr seht das dann, wenn wir mal fahren. Ich glaube, das wird jetzt erstmal noch ein bisschen dauern, weil wir sehr viele Busse haben. Müssen wir alle abarbeiten. Haben wir ja gesagt, machen wir. Und genau. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. 2,80 zurück. Ich schau mal. Danke, mein Lieber. Genau. Ach genau, da habe ich noch ein, ja, wie heißt Herausforderung hieß das, glaube ich. Mit dieser einen. Oh, möchte ich noch rein? Möchte ich noch rein? Ja, dann nicht. Eine Herausforderung abgeschlossen. Die hieß irgendwie, verdiene während einer Fahrt 64.000 Euro oder 65.000. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nächster Halt, Grabenstraße Nord. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, die habe ich mit der letzten Fahrt. Da habe ich ja gesagt, da habe ich da bin ich eine Strecke gefahren, eine Linie, so zum Test. Und da habe ich tatsächlich diese Herausforderung gemeistert, sag ich mal. Beziehungsweise ich nicht alleine unser Team, ne, muss man ja auch sagen, unsere Fahrer und Fahrerinnen, die machen ja auch ganz super Arbeit. Hätten wir die nicht, ne, dann wären wir immer noch, glaube ich, ja, ganz weit unten. Muss man ja echt so sagen, ne? Aber so vergrößert sich halt eine Firma. Und das hat sich, glaube ich, schon ganz gut vergrößert. So, ja, so langsam werden wir auch nicht mehr die Fahrer und Fahrerinnen weitersetzen. Denn die werden jetzt auf einer Linie bleiben, wollte ich auch noch sagen. Ich denke, das wird sich nicht mehr lohnen. Da sind wir nur noch am Durchklicken. Und wir werden jetzt, wie gesagt, Busse kaufen. Dann Fahrer einstellen und ja, da haben wir fast bald mehr Fahrer und Busse als Linien, aber man kann ja auch mehrere Fahrer auf eine Strecke setzen, auf eine Linie, denn dann ist das Intervall ein bisschen kleiner und ein bisschen geringer. Ist natürlich ganz gut, auch hier für die ganze Stadt Sunny Springs, Mönchengladbach, ne, die werden sich freuen. Die werden sich freuen, ja. Nächster Halt, Ringstraße. So, ich hoffe, euch gefallen die Aufkleber, die ich mit reingenommen habe. Und das wäre mir nochmal ein Anliegen, wie wir es. Ich habe am Anfang etwas gefragt, wie das aussieht. Ob wir die neuen Busse dann erst mit den neuen Aufklebern bestücken werden. Oder ob wir da schon alte Busse auch ändern sollen. Oder andere Lackierungen. Die alten Lackierungen ändern sollen. So vielleicht besser ausgedrückt. Wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann wollen wir mal schauen. So. Ich schaue mal weiter. Was haben wir denn noch so? Genau. Ihr habt mir noch, wollte ich auch noch eben sagen. Ups. So. Ringstraße Nord. Oh, ja. Das ist ein Baum. Ein Blätter. Zwei Fahrkarten, bitte. So, 20, 40, 60. Vielen Dank. Ach genau, ihr habt mir in den Kommentar geschrieben. Nochmal wegen der Musik. Da wurde mir vorgeschlagen, ja, nimm noch das Simlife-Radio oder so. Nächster Halt. Vielen Dank für den Vorschlag erstmal. Habe ich aber auch geantwortet, dass wir nur
ausgewählte Musik nehmen können. Und beim Radio ist das immer sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir uns hier auch erstmal, oder haben wir uns jetzt erstmal gegen Musik hier im Bussum Orte 16 entschieden, weil das Ganze ein bisschen komplizierter war. Aber da habe ich auch ein Video noch schon zugemacht, beziehungsweise eine ganz normale Folge, wo wir drüber gesprochen haben. Hat jetzt keine bestimmte Überschrift oder ich weiß gar nicht mehr. Mein Gott, wir haben so viele Videos. So viele Videos schon und so viele Folgen. Krass. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, machen wir. 2,80. Danke, mein Lieber. Genau, ihr hattet mir nicht vorgeschlagen, Mensch, du hast gar kein Facebook-Logo drin. Musst doch auch machen, weil ihr macht ja auch viel auf Facebook. Und das ist richtig. Ich dachte erst so, ja, ich dachte am Anfang so, ja komm, Facebook-Logo, ja, ich weiß nicht, ob das für euch interessant wäre. Habe ich jetzt erstmal rausgelassen, aber jetzt haben wir es ja drin. Dies ist und der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Und vielleicht verwenden wir das ja auch mal. Wäre natürlich cool. Dann habe ich, genau. Moment. Es ist ja in Frankreich bald die EM. Und da habe ich ab der Auffahrt geschlagen, mach doch mal auch so Buslackierung. Ich so, ja, das ist, habe ich mir so gedacht, ja, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, was? Können wir doch machen. Ja, habe ich mit reingenommen. So, dann sollte ich noch jemanden grüßen. Wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen Kommentar oder keine Grüße. Wie gesagt, wenn, tut's mir leid. Konzerthalle. So, letzte Haltestation. Genau, schöne Grüße an Erion habe ich mir aufgeschrieben. Ja, schöne Grüße, sag ich mal. Wir fahren mal eben weiter. So. Geht's weiter jetzt, ne? Geht die Tour weiter. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Ne, das hatten wir schon mal so ein paar Mal, ne? Da ist was schief gelaufen. So, ist da viel Verkehr. Boah, wir haben so viel geblubbert, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben so knappe 20 Minuten durchgelabert. Kann das sein? So. Genau, zu guter Letzt, ne? Zu guter Letzt. Ne, ich sag's gleich, ich sag's zum Schluss nochmal, weil das ist mir besonders wichtig. Also bleibt bitte noch dran. Ich sag's extra zum Schluss, damit, wie gesagt, damit das Video beendet wird. So. Genau, es heißt ja richtig Euro 2016 France. Oder so ähnlich, ne? UEFA Euro 2016. In Frankreich. So. Können wir doch mal, oder? Ne, können wir noch nicht. Ja, ich glaube, wir haben alles so abgearbeitet. Genau. Ich glaube wirklich, wir haben alles abgearbeitet. Ich schau gerade nochmal nach. Mein Gott, was ist denn hier los? Ja, jetzt geht es los. Ach genau, ich glaube, es wird noch in die Kommentare geschrieben, ob ich, wir haben ja, vorletzte Folge war es, glaube ich, eine neue Buslackierung erstellt, ob ich diese Lackierung auch auf dem, ich glaube, so auf dem Gelenkbus machen könnte. Auch mit Gelb und dieser Aufkleber. Wenn ich das richtig verstanden habe und in Erinnerung habe, ich
glaube, das müsste so gewesen sein. Ja, mal schauen. Wir haben ja jetzt so viele neue Aufkleber drin und wollen wir mal schauen. Also. So. Nee, wir müssen erst Motor komplett ausmachen. So. Und Zündschlüssel natürlich auch alles so. Ich glaube, das passt. Passt so. So. Einnahmen dieser Fahrt 3486. Einnahmen dieser Woche 66.385 Euro. Lia Mautner ist Profi. Okay. Ich würde sagen Money, ne? Richtig viel Money gerade. Alter Vater. Ja, ist natürlich so eine Abrechnung jetzt, ne? Können wir, glaube ich, auch überspringen, aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Wird uns ordentlich hier schön aufgelistet. Hier Gehälter der Fahrer, Fahrerin und Steuern. Das ist auch interessant. 17.230 Euro. Krass. Und Buswartung und Versicherung. 21.550 Euro. Wow. Okay. Ja, haben wir erreicht. Erstelle eine Linie rund um den Fluss. Super gemacht. Alles klar. Dann machen wir mal eben 4016, jetzt kommt 4017. Das gehört dazu. 4017, okay. So, genau, diese Strecken, genau, hier ist die Susanne Melten drauf und da ist der Christoph Kaspers drauf. Das sind ja die neuen Fahrer, beziehungsweise Fahrer, ist ein Fahrer und eine Fahrerin. Und diese Strecken, diese beiden Strecken müssen wir noch einfahren. Diese beiden Strecken sind, werden jetzt erstmal nicht befahren, okay. Aber ich denke, wir können uns jetzt schon wieder einen Bus kaufen. Krass. Oder sogar, ja, kommt drauf an, ob wir uns einen großen Bus kaufen. Oder einen kleinen. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube, wir kaufen uns mal wieder einen kleinen, oder? Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Das habe ich schon wieder vergessen. Wollten wir hier rein? Nee, ich glaube, das war's. Das müsste es gewesen sein. Ja, zum Schluss wollte ich jetzt noch mal kurz sagen, wir nähern uns den 100 Folgen, sag ich mal, und ihr habt vorgeschlagen, ob man mal am Donnerstag müsste die kommen, habt ihr in die Kommentare geschrieben. Ich habe es jetzt noch gar nicht durchgerechnet, was für eine Folge jetzt ist. Oder was das hier für eine Folge ist, Numero, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, dass man jede Bushaltestelle abklappert. Ich glaube, da ist aber eine Begrenzung drin. Und ehrlich gesagt würde ich das sowieso nicht machen. Weil das ist einfach. Da verdienst du einfach kein Geld, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das wird auch auf Dauer, wenn, ich weiß nicht, ob das uninteressant wird für euch, ich weiß es nicht. Ja, wir wollten immer schon alle Fahrer auf eine Linie setzen. Dann können wir ja auch auf dieser Linie fahren, habt ihr gesagt, einen Schnellstart oder so. Ja, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal, das wollte ich fragen, einfach mal, Verbesserungsvorschläge nicht, einfach mal Vorschläge für die 100. Folge in die Kommentare. Da würde ich mich drüber freuen. Ich meine, danach geht es weiter, schätze ich mal. Mal schauen, was jetzt hier noch kommt an Zielen und so. Beschäftige 8 legendäre Fahrer. Da wollte ich eben noch schauen mit euch, wie viel wir jetzt haben. Beschäftige 8 legendäre Fahrer. Genau. Hier müssen wir drauf. Das wollte ich auch eben noch machen, da habe ich schon wieder vergessen. So, 1, 2, 3, 4. 4 haben wir bis jetzt. Fünf, sechs. Das heißt, zwei fehlen. Zwei fehlen, das ist gut. Ja. Gut. Dann, ich hoffe, ihr habt jetzt richtig durchgerechnet, ne? Ja. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich dann auf eure Kommentare und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.